Die Frage ist doch, welche Welt wollen wir? Wollen wir das irgendwie so technisiert haben oder wollen wir es globalisieren oder wie möchten wir unsere Welt wirklich organisieren? Das konnte man ganz genau sehen, so ab 1998, dass diese Shareholder-Value-Theorien ein bisschen simpel und blöde sind. Also, dass man Betrieb nur auf den Aktienkurs achten muss. Und es war immer schon klar, dass man den Aktienkurs durch harte Arbeit nicht so gut steigern kann wie gute Zeitungsanzeigen und irgendwie Hype machen. Ja, es wäre viel besser, man kauft sich irgendwie Werbeminuten und sagt, diese Aktie macht unheimlich viel Gewinn. Das hat man jetzt auch bei den Telekom-Aktionen gesehen, wo die alle wie warme Semmeln weggehen. Und durch solche Maßnahmen kann man vordergründig Aktienkurse viel besser steigern als durch echte Arbeit. Und mir wurde damals schon ganz schlecht, weil ich die Stellschrauben gesehen habe, mit denen man den Gewinn relativ leicht steigern kann. Also Marketing ist relativ leicht und die zweitleichteste Sache ist, Leute zu entlassen und zu Überstunden zu zwingen, die nicht bezahlt werden. Und ich hatte damals schon das Wort Raub der Kapitalismus auf dem Schirm, das habe ich mir nicht getraut. Also ich habe gedacht, sagt meine Firma was dazu. Das Kapitel heißt jetzt, also das gibt es also wirklich, das Kapitel vom Buch von 2001 oder 2, heißt Zeit der Raubtiere. Und da habe ich beschrieben, dass wir demnächst so uns im Wettbewerb quasi zerfleischen und wir enden alle im Burnout. Also das steht da alles und das habe ich mit großer Sorge verfolgt. Ich kenne auch eine Menge Leute, auch in meinem engeren Bekanntenkreis, die meistens aus übertriebenem Ehrgeiz oder Getriebensein dann Burnout eingefangen haben. Manche haben schon den zweiten und dritten, also sie hören auch nicht auf. Sie gehen immer wieder zurück und fangen immer dasselbe Spiel wieder an. Und das macht mir mehr als Sorgen. Ich habe dann auch verlangt, so mal in der Wirtschaft durchzusetzen, dass der Chef von einem, der Burnout hat, 3 Monate kein Gehalt kriegt. Nur mal als Diskussionsgrundlage. Da schreien alle auf und sagen, ja, der Mitarbeiter ist schuld. Und man kann ja dann sagen, ist der Mitarbeiter schuld oder der Stress und so weiter. Das ist so ein Bereich, der mir ganz selber ganz große Sorgen gemacht hat.